Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit den echten Cyborgs gemessen, mit von denen Trunks erzählt hat, und ja, lief nicht so gut. Ja, Vegeta hat seinen Arm gebrochen bekommen von C18 und der Rest der Gruppe wurde auch relativ schnell zermürbt. Also ja, läuft nicht gut und wir wissen jetzt gerade nicht, was wir tun sollen. Cyborgs sind gerade auf dem Weg, Son Goku zu töten, deswegen müssen wir Son Goku erstmal irgendwo anders hinbringen, zu dem wortwörtlich nächsten Ort, wo die wahrscheinlich nachgucken würden. Und ja, bevor wir aber das machen, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier und versuchen mal, ob wir unser Auto hier bisschen hochleveln können oder überhaupt bauen können und so. Übrigens Heimarm. Und ja, so läuft das hier. Ich habe Frontteile hergestellt, ne? Und Schwebauto oder Frontteile. Das heißt, ich muss diese Dinger hier alle herstellen und dann kann ich ein Auto herstellen. Also mach mal, wenn ich genug Zenny habe. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Zenny. Ich glaube nicht, dass ich genug Zenny habe. Ich habe, glaube ich, nicht genug Zenny, ne? Gott verdammt, das gibt's jetzt nicht. Nicht extra noch mal irgendwo hingehen und ein paar Sachen verkaufen. Na, wie sieht es mit dir aus? Hast du irgendwelche neuen Sachen? Raffiniert Silber muss ich da irgendwann bekommen. Da will ich gar nicht erst versuchen. Irgendwann, so, was ist das hier? Ach ja, das Bonjour. Alles klar, dann gehen wir mal kurz irgendwo hin und verkaufen ein paar Sachen. Und vielleicht nur so eine Sensobohne ab, wenn wir schon mal dabei sind. Bereiten wir uns ein bisschen vor, ne? Und tun so ein paar Sachen mal. Vielleicht mal ein Rennen fahren. Ich will mal sehen, wie das abläuft. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hi. Ja, diesmal habe ich mehrere bekommen. Gut. So, Sachen verkaufen. Gute Frage. Wo? Hier, ne? Irgendwo. Gibt es ja immer wieder so Sachen, so weiß ich nicht, wie am Schuh Fotos oder so, also verkaufen können. C20er Weg C17 und C18, die dann C16 aktivieren. Voll Selbstvertrauen fort. Vegeta hat C18 aus, doch sie ist zu stark für ihn. Kurz knapp und auf den Punkt. So, neben Quest haben wir leider nichts mehr. Also müssen wir ja mit der Story weitermachen. Aber wir können. Ihr seht auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ein Auto bauen, ne? So. Laden. Da. Der Automaten, da kann man auch Sachen verkaufen, ne? Ja. Sachen sind ja noch am Stehen und so. So. Aber diese Sachen, die kann man alle verkaufen, ne? Schickes Piercing und so. Das ist natürlich wieder einige übrig, weil das meine Sammler waren halt, ne? Nach werde ich ja wohl genug Kohle haben für alles mögliche, ne? Und dann gehen wir noch mal zurück zu Capsule Corp. Capsule Corporation. Ich könnte ein Mitarbeiter sein, ich habe eine Jacke von denen, also Bulma hat uns anfangs für einen gehalten, ne? Wo ich weiß nicht, ob die hat in dem Spiel erwähnt hat, aber in der Serie hat sie ihn für einen Mitarbeiter der Capsule Corporation halt wegen Merchandise. So. Auto. So. Ja, bauen wir das hier noch und boom. Ja, jetzt können wir uns ein Auto bauen. Weg Schwebeauto bauen, ja, Vollgas. Schwebeauto abgeschlossen.
Wenn du in einem Fahrzeug Viereck drückst, aktivierst du das eingebaute Mineralienradar. Das Radar sagt dir, welche Fernung und Richtung du Mineralien finden kannst. Man verwendet Mineralienradar, das leert sich deine Batterie, aber ist der Radar nicht in Verwendung, wird sie langsam aufgeladen. Ich würde sagen, wir bauen das andere Teil auch noch direkt. Weil, warum nicht? Wir haben jetzt Kohle, wir haben die ganzen Teile im Überfluss, also kann man ja mal machen, ne? Dann vielleicht irgendwie ein bisschen hochleveln oder was weiß ich. Weil ich muss die Chips auch erstellen. Ich habe die, glaube ich, schon irgendwie so. Da muss ich die. Nee, kann ich die nur erstellen. Ich muss die nur einmal irgendwie verwenden oder so, nehme ich mal an, ne? So, boom. Das Ding erstellen, was mir voll Bock gemacht hat. Schon ein paar Trophäen übrigens mit einheimsen. So. Über die Stufe deiner gebauten Maschinen. Oh. Farbe gelb. Ja, können wir mal machen, ne? Schwebeauto wurde verstärkt. So, cool. So, und dann kann ich die anpassen. Ausrüsten nicht möglich, warum nicht? Farbe ändern. Boom. Wen hat's überrascht? Ja. Und ja, den machen wir pink. Chip entfernen. Kann ich denn Chips einpacken? Ich tue jetzt einfach wie ein Blöder hier Ding hochleveln. So. Schwebeauto wurde verstärkt. Mein Verzeichnen, die Dinger sonst benutzen. Silbererz hier kommen. Aber dauert jetzt ein bisschen länger. Golderz. Verdiente Erfahrungspunkte, nächste Stufe. So. Wir haben wortwörtlich nur Besseres zu tun gerade, ne? Irgendwie Cyborgs davon abzuhalten, irgendwie Son Goku zu töten, aber ja. Ich nehme an, je nachdem, was ich hier einsetze, tun sich irgendwie Werte bestimmte Richtungen bewegen, ne? Keine Ahnung. Ja, da hat sich zum Beispiel nur ein paar Sachen. Komm, ein noch bis 15. Dann ist unser Auto voll stark, damit überfahren wir dann die Cyborgs. Das ist der Plan, der dahinter steckt, genau. Wir tun unser Auto so weit hochbauen, damit wir die Cyborgs platt fahren können. Nein. Oh. Aber warum ist man denn immer erst auf Nein als erstes? Ich will doch Ja sein. So. Da kann ich jetzt so ein Chip da einpassen, packen. Oh, das ist nicht möglich. Wahrscheinlich habe ich gar keine, ne? Okay, was soll's. Alles klar, dann weiter mit der Story, obwohl lass mal ein Rennen fahren irgendwo, ich will mal sehen. Müsste irgendwo eins sein. Kriegt man bestimmt auch irgendwas, ne? Geld oder so, weil das brauche ich jetzt total. Ja, man, dafür gibt es auch irgendwie Trophäen oder Sachen, die wir sonst nicht kriegen können oder so, keine Ahnung. Ich will jetzt aber gucken, wie es abläuft. Schwanz muss ja sehen, was die Zukunft hier, die Vergangenheit alles zu bieten hat. Jetzt noch bist du, wo das ist.
War direkt hier in der Nähe irgendwo, ne? Nö. Ach, komm schon. War die andere Stadt in der Nähe von irgendeiner Stadt, war so ein Ding. Warum nicht? Die können auch fliegen. Wenn die überhaupt auf der Karte angezeigt, ich meine doch, hier war irgendwo einer. Nö, sieht nicht so aus. Nö. Na gut, wenn wir irgendwann... Da kommt irgendwo. Aber wenn wir irgendwann darauf zurückkommen, dann machen wir mal. Keine Ahnung. Erstmal weiter mit der Story, so eine halbe Stunde lang, ne? Das können wir noch mal machen. Doch, sie ist so stark für ihn. Das ist voll sehr, sehr kurz, alles knapp zusammengefasst. C20 kam, der war böse. Der hat dann andere Leute gerufen, waren auch böse. Die Ruhe vor dem Sturm. Geht zur Son Gokus Haus. Hier liegt also Son Goku. Son Gokus Haus betreten, ja. Wie Krillin bist du das? Trunks, konnte ich Goku no Oksan no Chichan da. Ande, ume wa dare da? Hajimete miru kao da be. Domo. Hajimete. Krillin, buji datta ka? Yokatta, shinpai shita zo. Wa, Yamcha-san. Goku wa are kara dou narimashita? 大丈夫だ。薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか。お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。どういうことだ？新手の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。 Hätten wir ihn auch nur vor 3 Jahren kaputt gemacht. No time to explain, get in. ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ？孫悟空さ。それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよ。ね、16号。あんたはなんか知らないの？東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。 Irgendwie schweben die so ein bisschen über dem Boden, oder bilde ich mir nur eins? だよね。あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ。その無駄が楽しいんじゃないか。17号。あんたってほんとガキだね。 Erfahrungspunkte. Warum nicht? Alles klar. Na, wisst ihr auch, wie die beiden original heißen? Oder wie die vor ihren Cyborg-Dasein hießen? Kleiner Tipp, es war... Boah. Steine? Ja, Steine, ne?
blaufarbige Steine oder Mineralien irgendwie, glaube ich, oder Kristalle. Ich weiß gar nicht so die genaue Kategorie. Lapis und Lazuli. So. Ich glaube, C17 war Lapis und Lazuli war C18. ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。ああ、そうですね。でも俺が連絡するんすか。やだな。お前のお母さんきついんだよな。言うことが。未来でも変わってませんよ。 クリリンスけど、クリリン、何を無事だったわけ？そこに未来の私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが、どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。 山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディには「カプセルコーポレーション」って書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。コケとかついててえらく古い乗り物なんだけど、 写真をファックスで送るから、ちょっと見てくれない？これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも genau wissen, wie Zeitmaschinen aussehen, genau. Sono Time Machine Arubasho Wakarimaska. Weil in der Anime haben sie ja gesehen, wie der abgehauen ist in der Zeitmaschine. Hi. Konome de Miki mit Eingas. Ja, was ist Moikua? Gente de Aimasho? Das weißt du doch nicht. Noch mehr Erfahrungspunkte. Warum ich dann jetzt zweimal Erfahrungspunkte direkt bekommen? Wo ist mein Schwert? Warte mal, weißt du, wenn ich jetzt einen Angriff einsetze? Alle sind tot. Warte mal, da ist ein Turm. Wasser? Wird hier ein Turm angezeigt? Ja, ich glaube, ich war schon mal hier unten. Ja, hier ist so eine ganze. Kaputt machen? Ja, ich war schon mal hier unten, glaube ich. War ein paar Kugeln, aber ich sehe immer noch nicht, wo hier ein Turm sein soll. Okay. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, ich verstehe es. Oh, da ist eine Wand. Ja. Ja, ich verstehe nicht, wo hier ein Turm sein soll. Also. Okay. So, wo gehe ich überhaupt hin? Hier muss ich gar nicht sein, ne? Boah.
Die sind einfach nur hier ausgestiegen. Ja, okay. Muss schon sagen, warum bin ich überhaupt hier? Ja, du gesagt, westlich ob jetzt hier. Son Goku bleibt im Kamehaus mit gegen den Herzvirus behandelt. Bulma informiert Trunks und Son Goku über eine weitere Zeitmaschine. Sie gehen der Sache schnell auf den Grund. Wie gesagt, die Entscheidung, ihn zum Kamehaus zu bringen, war sowas von dämlich, ne? Also wohl würde ich der zweite Ort, wo jemand nachgucken könnte. Warum nicht Gottes Palast oder irgendwie sowas? Ja, am besten irgendwo vollkommen anders. Noch eine Zeitmaschine. Bulmas Flugzeug wurde aktualisiert. Dann gehen wir mal dahin. Alles klar. Mit unserem brandneuen Auto. Wie kann ich geradeaus fahren? R2, okay. Sparking. Vor allem, wenn das Ding irgendwie schneller wäre, ne, dann wäre es, glaube ich, besser. Ich sehe gerade, Son Goku sitzt auch drin, ne? Ich kann das Menü nicht aufrufen, wenn ich hier drin bin. Ja, vielleicht, wenn ich die Geschwindigkeit erhöht habe, dann vielleicht geht das dann besser, aber im Moment bin ich ja so viel schneller. Wir brauchen nicht suchen, da ist eine Wegmarkierung, Son Goku. Das ist einfach so casual da rumliegen. Ah, mal noch so eine Kugel. Die geht durch dich durch. Ich spüre, wie kraftvoll durch mich durchgeht. Sie geht durch und durch mit mir. War ich ja noch nie. Sind wir so Kugeln. Gab es dieses Gebiet vorher noch nicht oder was? Wie geht denn das? Na, warte mal, ich will das Auto da. Ich wollte das Auto kaputt machen. Hoffnung. これが俺が乗ってきたタイムマシンです。確かに2つとも同じもののようですね。でもこっちのはここに来てずいぶん時間が経ってるみたいだけど、この穴高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは わかりません。ですが、このタイムマシンの中に、これ何かの卵よね。一体何が。中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。 何よ。当然あんたと同じ時代だったんでしょ。それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後？そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。 一体何が何のためにやってきたんだ。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは
俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でももしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。なんだろう、あれどうしたの。いえ、あれは何かなと思って。ああ、何よこれ。抜け殻ですよこれ。ひえ、抜け殻。こんな大きなセミみたいなのが。多分こいつが。Der Plot wird immer ficker. Der Plot thickens. それが成長して抜け殻から出た。しかしどうやってこの地帯へ。誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する。はい。だったら早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。一体何がどうなっているんだ。Oh, B und A. Boah, schon so lange her, C20. Und eine Menge Zeugs und eine Menge Erfahrungspunkte. Son Goku bleibt im Kampf, wird dann gegen... Okay, haben wir schon. So, ja, die Story wird etwas komplizierter von jetzt an. それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。 So viele wir haben sogar einen Namen jetzt gerade gehört. So viele Spoiler. まさかあの場所へ行く時が来るとはな。覚悟はいいか神よ。 Was geht, Gott?Verbinde dich mit mir. Und Mr. Popos Kraft ist größer als die von Gott. Kamio, ore ga nan no tame ni koko ni kita ka wakatte iru daro na. Wakatte iru zo, Piccolo yo. Ima kono chikyu ni okiyo to shite iru wazawai ni taishite, watashi no nabakari no kami no chikara de wa amari ni muryoku da. Naraba.この俺と一つに戻る覚悟はできているな。もちろんだ。だがこの私に迷いが残っているのもまた事実。なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように。
もし融合した後にその過ちを繰り返せば人造人間以上の悪夢となろう。ふん、回りくどい。何を迷うことがある、さっさと言え。お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。どういうことだ。今俺が知らない何かが起きているというのか。やはりお前にもまだ未知の災いに恐れ迷う心があるようだ。なんだと。今一度尋ねる、ピッコロよ。本当に今が一つになる時なのか。どういうことだ。今俺がやはりよ。今一度本当にどういうことだ。やはり。Warum gibst du mir überhaupt eine Auswahl, wenn wir in Pokémon-Logik sowieso irgendwie keine Wahl haben? Ich dachte jetzt, da wäre irgendwie so eine Nachricht hier, so im Sinne von, hey, du kannst noch Nebenquests machen und so. Aber nein. Dewa mou hitotsu tazune you. Omae to watashi ga yugou suru. Sore wa Dragon Ball ga ushinawareru という koto. Hontou ni mayoi wa nai ka? Tashika ni sore wa mushi dekinai mondai da ga. Yahari mada sono toki dewa nai という koto na no ka? Iya, sou wa omouan. Sono kokoro o今一度聞かせてもらおう。お前と私が融合、それは確かに、やはり、その心、お前と、それは確かに、やはり、いや、その心、お前と、それはそんなものに意味はない。このまま戦えば、俺は奴らに倒され、貴様も消え、いずれにせよ、ドラゴンボールは失われるだろう。奴らに人造人間たちに勝つしか道はないんだ。そうか。確かにお前の言う通りだろう。Obwohl du vorhin fünfmal gezögert hast。私も覚悟を決めたぞ、ピッコロよ。私が神を捨て、戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。今この地球に必要なのはスーパーパワーを手にした俺なんだ。わかった。この身をお前にやろう。神様。基本ベースはこの俺のままだ。いいな。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。そこで化け物が今も暴れておる。詳しいことは話さずとも、融合すれば私の知っていることのすべてがわかるはずだ。わかった。いろいろ世話になったな、ミスターポポ。神様。ザー。さよなら神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまったナメック星人だ。ガッコロ、俺はピッコガッ。じゃあ行ってくる。あ、ピッコロ。Die Transformation echte amerikanische Version ist jetzt für Piccolo verfügbar. Ginger Town. So, und damit jetzt ist Piccolo
Moment der stärkste Charakter in der Serie. Na komm. Ah, Nebenquest. Gut. Oh Gott, ich habe gerade so ein bisschen da gelesen und ich habe so ein Gefühl, ich weiß, was das ist. So. Da. Und wir gehen rein. Langsam Verlust im Team, Verlauf des Kampfes. Nein. Haben wir irgendwelche neuen Sachen hier? Machen wir mal hier. Kombo Stufe. Super Spezial Höllenspirale. Alles klar. Gut. Mr. Bobo. Du siehst aber nicht so aus, als wärst du froh, mich zu sehen. So, wir machen dann erst einmal die Quest natürlich. Die auch in Ingwerstadt ist. Na gut. Wenn aber nicht direkt hier reingeportet werden, in die Quest nehme ich an. Ne? Hi. Story-Zusammenfassung. Jemand oder etwas scheint mit den abgenutzten Zeitmaschinen die Zeit gekommen zu sein, um die unbekannten Gefahr zu konfrontieren, will Piccolo mit Gott fusionieren. Ja, sehr gut. Bester Bösewicht nähert sich. Sehr schön. Piccolo wurde aktualisiert. Das ist also die Erde. Nein. Nein, nicht die beiden. Nicht die beiden. Nein. Ich wusste, die tauchen irgendein andermal nochmal auf. Nun, wo könnte es stecken? Ich bin ziemlich hungrig. Was macht ihr zwei denn hier? Oh? Okay, ich fasse es kurz. Wenn ihr euch euer Leben lieb ist, dann verschwört von ihr. Bist du zufällig ein Erdling? Sehe ich so aus? Du liebe Güte, die Leute sind hier auch grün. Könnt ihr mich nicht hören? Ihr solltet schnell von hier verschwinden. Wir sind gerade erst auf dem Planeten angekommen. Die beiden sind keine guten Zuhörer, was? Wer seid ihr zwei überhaupt? Wir sind Touristen, unheimlich reiche Touristen. Oh, wir sind hier, um einige Spezialitäten des Planeten zu kosten. Das war ein glücklicher Zufall, dass wir dich getroffen haben. Willst du uns etwas herumführen? Nein. Auf keinen Fall. In dieser Gegend gibt es ein Monster. Ich bin hier, um es zu jagen und zu erledigen. Oh, das ist es. Genau deshalb sind wir hier. Was? Genau, wir wollen das Monster verspeisen. Ihr wollt das Monster essen? Oh, ist die Erdlinge das etwa nicht? Das war eine Verschwendung. Es ist schmackhafter, als man denken würde. Wirklich? Tch, wie peinlich. Du lebst schon hier auf der Erde und weißt trotzdem nicht, wie ein Durasaurus schmeckt? Ein Durasaurus? Wie, ist das nicht die Kreatur, die du jagst? Es ist ein Monster, das es nur auf der Erde gibt und ein der seltensten Dinosaurier überhaupt. Das Schwanzfleisch soll einfach unwiderstehlich sein. Ein Dinosaurier, also dann reden wir hier über zwei völlig unterschiedliche Monster. Jedenfalls solltet ihr euch das Ganze ein andermal über aufheben. Hier ist es jetzt zu gefährlich. Oh, wie schade. Da suchen wir den Dinosaurus eben alleine. Wie bitte? Wir sind weit gereist, um hier auf der Erde dieses Monster zu essen. Wir geben jetzt nicht einfach auf. Keine Sorge, Erdling, wir sind erfahrene Reisende. Wir werden mit dem Monster schon klarkommen. Was für Idioten, wenn ich nichts unternehmen, wenn sie uns leben kommen. Verfügbar nach Abschluss bestimmter Nebenstories. Ja, auf Namek hier. Nämlich Begegnung der lästigen Art. Ja. Verdammt, ich sollte ihnen besser helfen. Wie bitte? Ich habe gesagt, ich suche das Durasaurus-Fleisch für euch. Oh ja, wirklich? Erdlinge sind wirklich sehr freundlich. Wartet einfach hier, bis ich zurück bin, verstanden? Keine Sorge, wir bleiben hier. Laut unserem Radar befindet sich südöstlich von hier ein Durasaurus. Aber natürlich wird so ein wildes Tier nicht einfach stillhalten. Okay, versprochen. Wahrscheinlich auf der mittleren Ebene. Ist der Dinosaurier in der Nähe der Stelle, an dem wir gegen C19 und C20 gekämpft haben? Dann gehen wir mal dahin.
Wir machen schnell ein Dinosaurier für diese beiden nervigen Touristen platt. Touristen, habe ich recht. Manche Gegner können Verstärkung rufen. Ja, am Anfang des Kampfes. Tun immer diese blöden Drohnen und so rufen, ja, finde ich voll nervig. So, hey, da ist er ja schon. Mein Gott, was ist das denn für einer? Na komm. Boah, ich reich den noch von hier, oder? Ich reich die Dinger da auch. Boah. Ich so aus Metall oder so, als sie auch ja, Dreck, ey. Ja, gut, dann komm her. Ja, das könnte ein Monster aus Monster Hunter sein, ey. Und deswegen wollte ich aus der Luft angreifen. So, hier komm. Also wenn du fliegst, dann haben die gar keine Chance, ey. Denk fest, gut. Was ist das? Ja, eigentlich der Kampf gehabt. Nee. Okay. So, du hast du was aus Schwanzfleisch halten. Aber sollte ich die zwei loswerden? Na, bring mich direkt zurück, alles klar. Okay. Das ist voll komisch, irgendwie, dass man hier nur zwei Leute sieht in diesen Vorschauen jetzt. Aber okay. Dann geben wir den das verkackte Fleisch. Und dann können wir den Part, glaube ich, auch beenden. Ne? Ey. Da seid ihr, seid ziemlich nervensägen, wisst ihr das? Immer mit der Ruhe. Ist nicht gesund, sich so aufzuregen. Halt den Mund. Ein Soldat der Freezer-Armee, es kommt wirklich eins nach dem anderen, was? Hast du gerade Freezer-Armee gesagt? Boah, weißt du von der Armee? Ich habe schon genug um die Ohren, also werde ich dich einfach umlegen. So. Warte mal, bist du nicht der Koch? Der ist übrigens tot. Das ist ja der Koch, oder? Selbst für einen Freezer-Armee-Soldat bist du ganz schön schwach. Warum hast du überhaupt mitgemacht? Warte, ich bin nicht mehr in der Freezer-Armee. Der will auch das Fleisch, ne? Ja, ich habe die Armee vor einem wahren Traumjob hinter mir gelassen und bin jetzt ein intergalaktischer Reiseführer. Mein Name ist Melone. Ein intergalaktischer Reiseführer. Warum trägst du dann die Uniform der Freezer-Armee? Nun ja, das die hat so ihre Vorteile. Ich wäre meistens in Ruhe gelassen, wenn ich sie trage. Glaubst du ernsthaft, dass ich dir das abnehme? Er sagt die Wahrheit, Erdling. Herr Melone ist unser persönlicher Reiseführer. Ja, was habe ich gesagt? Ich habe sie vorhin zurechtgewiesen, weil sie weggelaufen sind. Wie bin ich nur in diesen Schlamassel mit euch Armleuchtern geraten? Wären diese beiden nicht gewesen, wäre es aus mit mir gewesen, als ein Hammer explodierte. Ja, ne? Ich wollte danach zur Basis zurück, aber ohne Lord Freezer gab es für mich keine Arbeit mehr. Ich wollte schon immer lieber kochen als kämpfen, also mache ich jetzt Reisende mit der Delikatessen des Universums bekannt. Verstehe. Hey, du bist etwa ein Amerikaner? Wir sind hier aber schon auf der Erde, oder? Ja, keine Sorge, das hier ist die Erde. Ich bin Amerikaner, lebe aber hier. Oh, wie verwirrend, aber egal. Moment mal, du hast vorhin etwas Durasaurus-Fleisch besorgt, oder? Ja, die beiden haben mich darum gebeten. Sie haben es mir direkt abgenommen. Das dachte ich mir schon. Ich wollte das Fleisch unbedingt selbst einmal probieren. Ich dachte, ich hätte vielleicht eine Chance, wenn ich die Touristen herumführe. Ich habe gehört, dass es das saftigste Fleisch überhaupt ist. Ja, da hast du wohl Pech gehabt. Es war wirklich köstlich. Es war genauso appetitlich, wie wir gehört hatten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir alles auf einmal verputzen. Was? Ihr habt alles gegessen? Ja, und es war fantastisch.
Habt ihr es etwa roh gegessen? Natürlich, beim Kochen geht ein Teil des natürlichen Aromas verloren. Wow. Ihr seid einfach unglaublich. Ich wollte etwas davon kosten. Nun dann, Herr Melone, wo führt unsere kulinarische Reise uns als nächstes hin? Ich habe jetzt Appetit auf etwas Süßes. Ich höre einfach nicht zu, was? Die Arbeit als Reiseführer kommt mir ziemlich anstrengend vor. Auf zum nächsten Planeten. Wie aufregend, Schatz. Ja, wir können auf dem Planeten Yadrat halt machen und dort die Süßkartoffeln kosten. Oh, Kartoffeln, wie reizen. Und danach können sie sich überall teleportieren. Oh Gott. Ja, ich bin froh, dass wir so einen Experten wie dich angeheuert haben. Genau. Gut, schicker Ring. Sie haben ja aber ziemlich Umstände gemacht. Hier, nimm das als Dankeschön für deine Geduld. Du hast ultimativer Fruchtsaft erhalten. Herr Melone, wir sollten aufbrechen. Hör mit der Ruhe, geht ja nicht ohne mich, sonst werdet ihr das bereuen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin nicht sicher, was hier los ist, aber damit ist das wohl ewig. Das hoffe ich jedenfalls. Das erste, pass auf. Die sehen wir doch noch mal wieder. Aufgestiegen, Bams. Na, vielleicht sollte ich ein paar Dinger hier mal hochleveln. Schon lange nicht mehr. So auswählen. Warum ist Son Goku eigentlich noch nicht eine Silber- oder Goldmünze? Weil er hat schon zwei Freundschaftsdinger, Freundschaftsstufen. War so, so, so. Er ist kurz davor. Also nicht. Es hat Gottfähigkeit. Ja. Karte Nummer 1. So, GG. Keine Ahnung. Erwachsen, Gott, keine Ahnung. Abenteuer. Entwicklung. Ist eigentlich egal. Ich glaube, sie hat irgendwie alles. Karte 41. So, Mutenroshi. Kochen. Jetzt mit Z-Krieger. Und das Boom. Und er ist Silber, natürlich. Ja, du bist kurz davor, komm, keine Ahnung, kochen. Ja, du kannst kochen. Hier eine romantische Schürze für dich. Ach, die. Jetzt habe ich so ein Chip, den soll ich mal gucken, ob ich den reinpacken kann irgendwo. So, fünf Dinger. Keine Ahnung. Training, ja. So, habe ich noch mehr Geschenke bekommen. So, keine Ahnung, Gott. Ist aber ein Gott-Dingens drin, sehe ich gerade. Schicke Ohren aus Margonien. Du bist kurz davor. Entwicklung, da kann ich auf Maximum bringen. Boom. Aber du musst immer noch, hier. Ja, Premium Gold Hirschfleisch. So, wir haben Schuhe aus irgendeinem Grund auch schon Level 2 mit seinen Dingen. Keine Ahnung, wie es mit Kochen aus hier. Im Schuh ist der erste, der hier auf maximal kommt, habe ich so Gefühl. So, Krillin. Seit Krieger nur 2. Aber da hat nicht mal. Entwicklung ist schon voll. Seit Krieger noch ein, okay. Training und Entwicklung. Ja, komm. Ja. Ja, komm, bringen wir dich noch auf Level 50. Gut. Alles klar. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt irgendwie stärker geworden bin, aber egal. Wir haben neue Karten, lass mal gucken. Oh, noch mehr Sachen, noch mehr Karten. So, hey, guck mal. Da war, glaube ich, jetzt habe ich ein Bild von, ich sag mal, die Beta-Version von Dragon Ball, ne? Journey to the West basiert ja
Dragon Ball auf. Ja, das war jetzt Son Goku, Shichi aus dem Fenster irgendwie gestoßen hat. Jetzt ja, 18, wie sie Vegeta Bitch slapped. So gut. Was das für diese Folge? In der nächsten Folge gehen wir dann mal nach Ingwer City und gucken, was hier so los ist, was hier unsere Zeit bedroht und warum und wieso und weshalb. Wieso, weshalb, warum? Und ja, gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.